Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden glass, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich habe einfach Bock jetzt gehabt und weiß aber nicht, was ich machen soll oder wo ich eigentlich hier stehen geblieben bin. Die Parts sind ja schon ewig lange her. Ich weiß, hier müssten eigentlich Einzug fahren und, ach, und hier drüben zwei, genau so. Genau. Nun, die Sache ist, hier oben ist der andere Zug. Ah, okay, jetzt ist die große Frage, hat er viel mitgenommen, viel eingegeben? Wir haben ja 1,1 Millionen, das ist nicht gerade viel. Wir müssen uns überlegen, was wir eigentlich jetzt machen möchten, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Wir haben ja hier, haben wir umgebaut, wir haben hier zwei verschiedene Züge dran. Glaube ich mal, dass es zwei verschiedene waren. Ja genau, es waren die zwei verschiedene und hier ist ja auch noch der eine Zug unterwegs auf der großen Strecke, auf der Langstrecke. Wo ich ja letztes Mal überlegt habe, ob ich die ja hier umbaue oder nicht. Aber dadurch, dass hier so wenig Leute irgendwie einsteigen und aussteigen, bringt das hier nicht viel. Auch wenn, der bringt ja auch nichts hier. Macht überhaupt, der macht, nee. Die machen kaum noch Plus. Ich würde einfach mal sagen, vielleicht fahren wir, lass mal nur noch einen Zug drauf. Dass wir den Zug mal rausnehmen, weil der macht eigentlich noch Plus und der weniger. Und die Linie 2 wollten wir ja nicht machen, weil die jetzt zu groß war. Genau, hier hat man die erste Tram unterwegs. Die nimmt bestimmt gut ein. Ja, schon okay für die Verhältnisse einer Tram. Ich bin echt heute so ohne Plan reingekommen. Das ist sowas von schrecklich. Ich würde einfach mal gerne was probieren. Ich würde einfach mal was Neues. Wir gehen mal von den Zügen komplett weg. Wir machen... Jetzt bleibt sie ordentlich hin, wenn sie... Jetzt rutscht sie immer hier wieder weg. Was werden wir mir einfach mal Schiffe machen? Da muss ich gerade gucken, wie das hier eigentlich ging mit dem Drehen. Weil jedes Spiel macht irgendwie anders mit dem Drehen. Und deswegen ist es gerade schwierig, wieder reinzukommen in die verschiedenen Spiele. Achso, ja. Wer lesen kann, wäre klar im Vorteil. Aber Menzi ist natürlich bescheuert und ja, wir sagen mal nichts mehr dazu. Ja, wir machen einfach mal ein bisschen Schifftransport jetzt hier. Wir haben hier zwei Städte, die einigermaßen in der Nähe von Wasser sind. Und deswegen würde ich sagen, ist es relativ gut, wenn wir das einfach mal probieren. Ich habe ja wenig mit Schiffen bisher gemacht. Und deswegen wäre ich mal dafür, dass wir mal mit Schiffen leicht anfangen. Und nur leicht. Also ich möchte nicht hier das Ultimatum von den Schiffen rausholen. Wir haben natürlich auch nicht so viel Platz. Wir hätten hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 Städte, die man mit Schiff verbinden können. 1, 2, 3, 4, 5, ja 5 maximal. Und wie gesagt, Schiff hat man ja bisher noch nicht so gehabt. Das ist dann mal eine Überlegung wert, dass man mal mit den Schiffen anfangen. Hier braucht man natürlich jetzt noch eine Haltestelle, damit die hierher kommen. Haben wir hier ÖPNV ist bei uns hier, ach, das sind die Tram. Das heißt, ich darf hier nochmal alles umbauen. Und das ist neu. Das haben sie ein bisschen neu gemacht, sehe ich. Ah, das ist falsch. So wollte ich das nicht machen. Aber wir hätten auch modifizieren können. Einfach, naja, egal. Das ist jetzt völlig egal. So, wir schließen mal das Ganze und machen mal hier, brauchen wir jetzt die Bahnlinie ÖPNV Drebs. Und zwar nach der 3 fahren sie, nach der 2 fahren sie zur 3, genau, und dann drehen sie um. Wieder in dem unrealistischen Kegel, was ich eigentlich relativ sehr hässlich finde, deswegen bauen wir das auch mal kurz nochmal um. Und das gefällt mir richtig. Das sieht geil aus. Und so können sie natürlich auch umdrehen, aber das möchte ich nicht. Und zwar kommt Trebs die 3 weg. Genau, und dann fährt er hier rein. Genau, das ist schon mal sehr okay. Das ist schon mal okay. So können wir bleiben. Und wir brauchen jetzt noch ein Depot für die Schiffe. Also ein Dock. Dockhafen, den würde ich gerne gleich daneben bauen, einfach nur aus Style. Naja, fast einigermaßen dran, das passt schon. Ich frage mich, was ist... War das das?
Oh, ich habe mich gerade gefragt, was für ein Geräusch ist, aber das ist ja das Schiff. So, und wir haben hier verschiedene Passagiere. Wir haben natürlich auch so welche Sachen, aber die brauchen wir jetzt nicht. Und ich wäre mal für, weil es ja bloß zum Testen ist, zum sowieso anfahren. Wir müssen ja erstmal die Leute hierher schaffen. Mit dem kleinen Riegel. Klein. Linie zu weisen, neue Linie. Ist die Frage, da müssen wir bestimmt die Treppen, die Brücken noch erhöhen. Warum ist hier, das ist ja richtig hässlich mit der Krümmung. Was war denn das für eine Krümmung gerade? Ja, okay, nicht die schönste Brücke, aber es ist eine Brücke. Und wir können das erste Schiff hier langfahren lassen, was mich irgendwie erfreut. Süß. Und da kommt das Schiff hin. Ja, wir können das Ganze hier noch ausbauen bis zu drei Terminals. Das haben wir auf den anderen Sachen schon gemacht gehabt. Damals ist ja so ein bisschen cranky umgebaut. Aber okay, das wird hoffentlich jetzt hier nicht so schnell passieren. Hier könnte man natürlich auch noch was bauen. Nee. Lass mal was mal lieber. Vorhin könnten wir jetzt hier das Wasser weiterleiten. Also das wäre jetzt meine Frage, aber wir lassen das erstmal bei den zwei Städten miteinander zu verbinden. Da haben wir schon mal heute etwas geschafft, das freut mich. Was ist denn das hier mit den, wann kriegt man die Flugzeuge? Achso, jetzt sind ja noch nicht im Jahr, stimmt ja. Da war ja was. So, unser erstes Schiffchen hat natürlich nur von 30, 50 Leuten so. Und hier unten natürlich niemand drin. So, meine nächste Überlegung war gerade, ob wir in die nächste Stadt fahren. Also hier verlegen. Das wäre dann hier Töpnitz. Und von Töpnitz könnte man hier in dieses Dreieck reinfahren. Und von dem Dreieck vielleicht hier rüber. Ich weiß es nicht. Ich habe das echt nicht mehr lange gespielt gehabt. Das, ja, lang, langes her und null Ahnung beim Bauen. Das ist man, glaube ich, von Menzi bekannt. Nicht wahr? Nicht wahr. Oh ja, Menzi, du hast sowas von recht. Du wirst niemals ein schlauer Mensch sein. Warum haben wir das nicht vorher gewusst? Ach Leute, ihr braucht euch doch nicht so... Was? Ach. Ich glaube, ich bin mal wieder ein bisschen am durchdrehen. Ich weiß es nicht. Oder wir fahren... Nee, wir fahren nach Schappel. Ach, hier ist schon. Dieses komische Dorf hier drüben. Und hier probieren wir mal das erstmal einen Kopfbahnhof aus. Also ausprobieren natürlich nicht direkt, sondern ausprobieren in der Richtung jetzt, dass wir das erste Mal diesen Kopfbahnhof mit den Linienzahlgedöns machen. Steigung zu groß. Der Anfang ist gemacht. Von mir in dieser Welt. So, jetzt habe ich die Bahn miteinander verbunden und habe es jetzt geschafft, die zwei Stellen miteinander zu verbinden. Hey, Alex, wenn sie kann Deutsch. Alex, wenn sie, genau. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Wir brauchen natürlich die Signalstangen, das ist natürlich typisch. Und die ist natürlich, dass wir ja hier so und so. Einfach machen wir trotzdem, auch wenn das nie gerade so nötig ist, beziehungsweise insgesamt nicht nötig ist hier gerade, aber ist mir egal. So. Und hier brauchen wir noch ein Ausfahrtssignal. Und natürlich in dem Bahnhof auch ein Einfahrtssignal. Und natürlich ein Ausfahrtssignal. Und da fehlt hier drüben ein Signal, fällt mir gerade so ein. Und welches fehlt? Wer hat es gewusst? Genau, ein Einfahrtsignal. Bisher ist die Strecke nur einspurig. Die wird dann später noch ausgebaut. Das hat mich aber jetzt glaube ich, 400.000, glaube ich, gekostet. Und das muss erstmal auch hier hinter einen Zug kommen. Das wäre natürlich jetzt die Lösung für unseren großen, schnellen Zug oder... ja, diesen neueren, der
Der hier ist? Nein. Der andere ist. Und da müssen wir jetzt aber überlegen, wie wir das umbauen, wie wir das Ganze umsetzen. Wir haben jetzt hier den zweiten. Wir könnten natürlich jetzt schon mal sagen, okay, wir bauen schon mal die Strecke und kümmern uns dann darum. So, weil der ist natürlich schon ein bisschen schneller. Und das wären die zwei alten, das wäre der neue. Dazu müssen wir aber die Linie 2 umbauen. Die eigentlich die ganz große wäre. Da muss der Neu-Ulm raus. So, die neue Strecke wäre die hier. Das heißt, wir müssen Drebstedter See, würden wir dann den Zug 5 draus schicken und Zug 3 auf Neu-Ulm. Hoffentlich funktioniert das. Wir spulen mal ein kleines bisschen schneller vor, damit wir ein bisschen schneller das sehen können. Wisst ihr was? Ich mache das einfach nächsten Part. Ich tue einfach nächsten Part die Züge alle hin und her schieben. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt mir normal nicht einen Daumen und schreibt mir in den Kommentar, ob ihr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch immer das Wort. Ciao, ciao.